Thank you.
Yeah.
Nitai guna mani yama, nitai guna mani. I love you, darling.
Bravo he, mona durmati, sansara vitare, odio arcino a. Oh,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Thank you.
Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama जहा हैति विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोले हरि नाम संकीर्तन की बोले श्री गुरुदेव की ओम ज्ञान फास्ट ऑफ ऑल आई एम अफोर्डिंग माई अनलिमिटेड ओबन सिस्टम स्पिरिचुअल मास्टर नित्यलीला ब्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज आफ्टर सेम ओबन ओबन सेस्ट अफोर्डिंग माई शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला ब्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज अल वैष्णव एंड अल वैष्णव यस्टरडे यू हार्ड हट इज द ग्लोरी जब श्री महामंत्र स्वरूप श्री सनातन गोस्वामी टेलिंग जयति जयति नाम आनंद मेतद मुरारी माधव महाराज माधव महाराज इंडिया इंडिया Yeah. So here Sanatana Goswami, you know, this slok, he gave a commentary about this slok, he telling our five senses, five Gyanendriya. Yeah. Huh? This slok, Jayati Jayati Nama Ananda Metad Murari. Himself he gave a commentary, our five Gyanendriya. Yeah. So Sanatana Goswami telling this holy name, you know, through this five Gyanendri, he also gave benefit to us. Give example, first is the tongue. Yeah, how this holy name, five senses, through he gave benefit. Tongue, first is the tongue.
But when this holy name touch only this tongue, so Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when this holy name only touch this tongue, this way also this holy name gave to benefit. And Chakshu, how this Chakshu, eyes, if some are writing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when you are reading through this eyes, you know, this way also gave benefit. So Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, he told, if your mind is so much restless, your mind never make the fix, you know, one at one pointed, how, what the way. So Gaur Kishore Das Babaji Maharaj telling, you writing this holy name, and reading this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You know, when you're reading and chanting, why? Lord and this name is the not different. Yeah? Lord and his name is the not different. So, Abhirnatvat, Nam, Namine, Nam and Nami, they are not different. So, if this way you are chanting this holy name, one day your mind became controlled. Chakshu, Karna, ear. And when we are listening to this Harinam, through this ear, he when go inside, yeah, going to inside, then our heart become pure. Chakshu, Karna, Nasika, Nasika. How make this Nasika? Where this holy name is the going, complete this atmosphere, complete this the pure, you know. Why this holy name is the Madhuram, Madhuram, Metat, Mangalam, Mangalanam, he is the more than sweetness and more than auspicious. Anyhow, chanting this holy name, he gave benefit. And tocha, tocha meaning? Tocha, this body, skin. You know, sometimes you saw somebody writing this hand, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sometimes somebody, Nitai Gaur, somebody writing her Radhe, Radhe, you know. When this holy name touch your skin, this way he also gave benefit. So here, Sanatana Goswami, he gave this commentary, this holy name, 5 ways he gave benefit to us. Srila Sanatana Goswami verherrlicht den heiligen Namen Jayati Jayati Namananda Rupa Murari und er erklärt, dass der heilige Name so glückverheißend ist, dass er uns segnet durch alle 5 Sinne. Und zwar offensichtlich durch die 5 wissenserwerbenden Sinne. Die eine davon ist die Zunge. Und wenn der heilige Name auf der Zunge erscheint, dann wird man gesegnet und geläutert. Ein anderer wissenserwerbender Sinn sind die Augen. Und zwar, wenn man den heiligen Namen irgendwo liest, dann wird man sofort gereinigt und gesegnet. Es heißt, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj hat gemeint, wenn die Augen so rastlos sind und immer von einem Objekt zum anderen wandern wollen, dann soll man an die Wand von seinem Bhajan-Kutir soll man den heiligen Namen schreiben. Dann wird die Augen automatisch befriedet, weil der heilige Name ist nicht verschieden von Krishna selbst. So der heilige Name, der irgendwo hingeschrieben ist, der ist nicht verschieden von Krishna selbst und auf die Art und Weise werden die Augen gesegnet. Dann der nächste Sinn ist der Hör, das Ohr. So, der heilige Name segne uns, indem er durch die Ohren in unser Herz eingeht und uns von innen läutert. Ja, der andere Sinn ist die Nase. Auch durch die Nase segne uns der heilige Name, nämlich indem dort, wo der heilige Name gechantet wird, wird die ganze Atmosphäre und die ganze Luft und alles gereinigt. Und wenn man dann dort einfach nur einatmet, den Duft, dann wird man auch schon geläutert. Und schließlich die Haut, der heilige Name wird auch, segnet uns auch über den Berührungssinn, nämlich indem die Vaishnavas sich den heiligen Namen auf ihren Körper schreiben, mit Tilak zum Beispiel. Auf die Art und Weise wird die Haut auch, werden wir auch durch, über die Haut vom heiligen Namen gesegnet. Ja, yeah, and here,
Here Sanatana Goswami, he gave so many slokas, quoted so many slokas. One is the Vishnu Purana, he quoted one slok. If anyhow chanting this holy name, he gave benefit. Goswami Tulasidasi gave a nice example. When this is the Gehu, wheat, seed of wheat, when somebody this field, they are throwing like this, grain, they are throwing like this. But this grain, what telling your language? Anyhow, he throw their field, he with the straight, what telling your language? Root, I don't. Root. Anyhow, when you throw this seed, yeah. But when coming this tree, but this tree coming that like this, yeah. Okay. Yeah. So Goswami Tulasidas, he gave this example. If you chanting this holy name, but this holy name gave benefit to you, anyhow. So then here, Sanatana Goswami, then he gave to example to Ajamil. Yeah. He gave Ajamil, he quoted their slogan is the, when Ajamil, he calling this son, he did not calling to Lord, he calling his son. And when he calling this son, this mind completely disturbed. Why Jamdut catch to him? Now this calf has bind this snake. They are pool. They are one take to Helen's plant. That time he the chitkar, shouting, Narayan! That time this mind, the situation not good situation. So restless, so much afraid. But that time he completely impure, passing stool and urine, passing stool and urine, and chitkar, meaning shouting. At that time mind is not one painted, very restless mind, and he did not call to Narayan, he called to the sun. But Lord's name is such a thing, Lord's name, that time Vishnudut came there, and protect to him. So this way they are given example, this holy name, if anyhow you are chanting this holy name, must he give fruit to you. Srila Sanatana Goswami gibt viele Beispiele über die Herrlichkeit des Heiligen Namens. Der Heilige Name ist so glückverheißend, dass selbst wenn man in irgendeiner Form mit ihm in Kontakt kommt, dass man gesegnet wird. Tulsidas gibt ein sehr schönes Beispiel. Das ist wie mit wenn man Samen aussät. Diese Samen, die fallen nicht alle gleich. Die fallen auf den Kopf oder manchmal auf die Seite oder was immer. Und der Spross, der rauskommt aus dem Samen, der wird immer in dieselbe Richtung wachsen, immer nach oben. So ist egal, wie man die hinschmeißt, die Grains, die wachsen immer nach oben. So in selber Weise. Der Heilige Name, egal wie man mit ihm in Kontakt kommt, man wird immer gesegnet dadurch. Und Sanatana Goswami gibt das Beispiel, dass der Ajamil, als er Narayan gerufen hat, dann war er voller Fehler, sein Chanten. Zum ersten Mal hat er nicht den Herrn angerufen, sondern seinen Sohn Narayan. Zum zweiten war hat er nicht mit Süße und Liebe gechantet, sondern er hat wie wild geschrien. Narayan, Narayan, Narayan. Außerdem war sein Geist nicht ruhig und ausgeglichen und auf Krishna gerichtet, sondern sein Geist war völlig gestört. Warum? Weil gerade waren die Yamadutas vor ihm und wollten ihn wegschleppen auf die höllischen Planeten und er war dabei, seinen Körper aufzugeben. So er war total gestört im Geist. Und schließlich war er auch nicht rein, sondern war völlig unrein. Ja, aus Angst hat er sich in die Hosen gemacht. Und es war ein vollkommen unrein Zustand. Trotzdem, das, was er gechantet hat, dieser heilige Name Narayan, war so mächtig, dass er ihn praktisch befreit hat, alle seine Sünden zerstört hat und ihm die Gemeinschaft von den Vishnu-Dutas gegeben hat. Ja, so das ein Beispiel dafür, egal wie man mit dem Heiligen Namen in Kontakt kommt, man wird immer gesegnet. Ja, well, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
So this holy name is so powerful. And you know that Vishwanatha Chakur Thakur, he gave very nice commentary, you know, this Ajamil pastime. He gave very good commentary he gave there. And when this Ajamil, he calling to this son, that time first came Jamdut. He want take to hellish planet. But when telling Na, Ra, Ya, Na, first three Jamdut came. Well, why three Jamdut came? When you are doing karma, Kai, Man, and Bhakya. The three way you are doing karma. So three Jamdut came. Well, why coming for Vishwanatha? Na, Ra, Ya, Na. He the four celebrates. So another side came to four Vishwanatha. Now they are each other big fight. And Ajamil is looking this thing, you know. He's looking this thing. What happening? First Jamdut came, and now he's the Vishwanatha came, and each other fight. Yeah. Now Jamdut telling you want take to him, and Vishwanatha telling you want take to him. Then Jamdut, Vishwanatha asking, who are you? Well, I am the Dut of Dharma Maharaj, Dharmaraj Dut, messenger of Dharma. Well, you are taking name of Dharma, you are doing Adharma. Yeah. Well, what is Adharma? What is Adharma? Then Jamdut they are telling, you know who is he? Before he take birth in Brahman family, he has a very beautiful wife, very beautiful and young wife. But he left this wife and staying one prostitute. And he has 10 children. And maintaining these 10 children, he did all kind of nonsense thing he doing. Killing, eating, and drinking, all kind of nonsense thing he did. So this is the direct, he can go to hellish planet, you know. Then Vishwanatha, they are laughing, you know, they are laughing. He saw, you know, they are telling you are Dharmaraj, you know, messenger of Dharmaraj, how they are telling Adharma. Well, what Adharma? Then they are telling, yes, you know he did some nonsense thing, but he was doing some pious thing also. Well, what pious thing he did? Well, he take the name of Narayana. Then Jamdut, they're laughing, you know. Well, oh, that meaning whole life you do some bad karma, doing nonsense thing, and just before die, one time chanting Narayana, was everything happening. Then Jamdut, then Vishwanatha, they gave answer. Well, you know what is the power of this Lord's name? Then they are gave to like this. If the one like what telling this is the, if curtain, you know, like this curtain. If the one big mountain like this mountain like this one curtain. If only one match. If he touch them, then what happening? He completely burnt, you know, completely finishing. Like this Lord's name, he is not different to his name, not different to Lord, and name is not different, is the same. If only one time, you know, Sakridabhi Parigita Sradhaya Alayava, if anyhow only one time somebody chanting this holy name, they are not only one birth, this all sinful, he became finishing. Then they are telling, when only he gave this son's name Narayana, then this all sinful activity is finished. And when again he is calling, oh Narayan, where are you? Come here. Oh Narayan, bring for me water. Narayan! No, like this, you are chanting this holy name. You know, you always take Narayan, Narayan. Like this chanting, you are chanting the mala. And last time he chanting this name, last time we chanting, let take the, this Narayana name, you know, this is the very, very, you know, Antak Aleva. Krishna is telling Bhagavad Gita, when somebody, last time he chanting this name, then this all sinful kind activity finishing, and he can go to back to God. Then Jamdut telling, when he telling, chanting the Lord's name, he calling to son. He calling son, he did not calling to Narayana. Then Vishwanatha, they are telling, he calling to son, but this son, his son is not Narayana. Narayana name he gave to him. Well, it is the name of Narayana. See, Narayana name gave to him, you know. Then they are telling this Lord's name, four way he gave benefit. Sanketyam, Parihasyam, Stovam, Helanaveva.
this four way Lord's name benefit. Now they're explaining this, how this four way they're get benefit. You will explain after. Enough, Gokul. You know, this is for Sanketam, Pariyasam, Stobham, Hell. You can tell him what is the Sanketam, Pariyasam. You don't know this name? Bihari. Banke Bihari. Haribal. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gibt eine sehr schöne Erklärung zu diesem Lila von Ajamil im Srimad Bhagavatam. Und zwar heißt es dort, dass der Ajamil, als er dabei war, seinen Körper aufzugeben, kamen drei Yamadutas. Warum kamen drei Yamadutas? Weil er Sünden mit Körper, Geist und Worten begangen hat. So drei Yamadutas kamen. Ja. Aber vier Vishnu-Dutas kamen auch. Warum vier Vishnu-Dutas? Weil der heilige Name von Narayan, Narayana, hat vier Silben. So, deswegen kamen vier Vishnu-Dutas. So, und es gab eine heftige Auseinandersetzung zwischen den zwei Gruppen. Die Yamadutas wollten ihn wegschleppen auf die höllischen Planeten und die Vishnu-Dutas wollten ihn mit sich mitnehmen. So, und es gab einen heftigen Streit. Die Vishnu-Dutas fragten, wer seid ihr denn? Was habt ihr hier zu suchen? Und sie sagten, wir sind die Diener von Dharmaraj, dem Herrn der Religion. Dann sagten die Vishnu-Dutas, sie begannen zu lachen. Ha, ha, ha. Ihr seid die Diener von Dharma und ihr führt Adharma aus. Was für ein Witz. Dann sagten sie, wie könnt ihr sowas sagen? Was ist hier Adharma? Wisst ihr überhaupt, wer dieser Person ist? Wisst ihr, was er sein ganzes Leben gemacht hat? Er hat eine junge, wunderschöne, keusche und treue Frau. Und er hat sie aufgegeben, um mit einer Prostituierten zu leben. Er hat 10 Kinder mit der Prostituierten gehabt und hat sie erhalten, indem er Leute ausgeraubt hat, betrogen hat, umgebracht hat und so weiter. Und alle Arten von Sünden hat er ausgeführt, Fleisch gegessen, Alkohol getrunken und so weiter. So diese Person, wenn er nicht fit ist, auf den höllischen Planeten bestraft zu werden, wer dann? Die Vishnu-Dutas sagten, ja, er hat sündhaft gehandelt, aber er hat auch fromme Dinge getan. Denn Yamadutas, was für fromme Sachen. Die Vishnu-Dutas, er hat den heiligen Namen des Herrn gechantet. Dann haben die Yamadutas gelacht. Ha, 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 ha. Ja, das heißt, man kann sein ganzes Leben Unsinn machen und sündigen. Und dann zum Schluss, bevor man stirbt, sagt man noch mal kurz nah rein. Und dann ist man befreit von all seinen Sünden. Die Vishnu-Dutas sagten, oh, ihr seid, ihr wollt Diener von Dharmaraj sein, ihr habt nicht die geringste Ahnung von Dharma, von Religion. Ihr habt keine Ahnung, wie mächtig der Name des höchsten Herrn ist. Der heilige Name ist so kraftvoll, es ist wie wenn man einen ganzen Berg, einen riesigen Berg voller Baumwolle hat. Ein kleiner Funken reicht, um diesen gesamten riesigen Berg zu Asche zu verbrennen. Genauso reicht ein einziger heiliger Name aus, um Berge von Sünden, nicht nur aus einem Leben, sondern aus allen Sünden zu verbrennen. Und dieser Ajamil und die Yamadutas sagten, ja, aber er hat nicht den Namen, der hat nicht den Herrn angerufen, er hat seinen Sohn gerufen. Die Vishnu-Dutas sagten, oh mein Gott, die kennen sich nicht aus. Sein Sohn hat aber den Namen vom höchsten Herrn besessen. Selbst wenn der heilige Name nicht, selbst wenn er nur nicht den Herrn damit direkt anspricht, sondern nur den heiligen Namen kennt, trotzdem hat dieser heilige Name diese Kraft. Und als er seinen Sohn, nur für dich, Kapitän. Alle anderen verstehen Englisch.
Als er, sag mal, der erste Name, den er ausgesprochen hat, als er seinen Sohn Narayan genannt hat, das hat schon ausgereicht, alle Sünden zu vertreiben. Und dann hinterher hat er so viele Male, Narayan, komm her, Narayan, und so oft den heiligen Namen gesprochen. Und vor allem am Ende, als er den Körper verlassen hat, als er dann den heiligen Namen ausgesprochen hat, dieses Chanten war sehr powerful, ohne irgendeine andere Zuflucht. Einfach Zuflucht gesucht bei diesem Namen. Und so dieses Chanten war sehr mächtig. Yeah, yeah. So there are three Jamdut, four Vishnudut. Yeah. Thank you. So Vishwanath Chakrabarti gave this commentary, you know. So they are telling Lord's name for who he gave benefit. First is the Sanketyam. Sanketyam meaning indicate. Indicate. Like this, if you gave somebody name, some children gave name, Narayana, Krishna, Govinda, Damodar, you know, if you calling this way, he also name gave benefit. So, actually, Bhakti Kumada Santa Goswami Maharaj is telling a nice story, you know. Once, what happened once upon a time, before everywhere forest, when somebody, people going one village to another village, they are going through this forest. But they are, five thieves, they are leaving this forest. And they indicate the Lord's name, and this way they are stealing money. You know, past thief, where is standing, if you saw somebody coming, then he telling, Narayana, Narayana. You know, our India, if somebody chanting Lord's name, everybody think, oh, he's a very pious activity. Why? Let's take Lord's name. But he's the Narayana meaning, one meaning is the Narayana, meaning who is the shelter of all human beings. Another meaning is the Narayana, general meaning, oh, one people is the coming. Narayana, meaning human coming. Meaning he gave, indicate to another person, you can be careful, one people is coming, you know, you are trying to stealing to many. Narayana, Narayana. But these people, though, is very possible activities. But when you go to second thief, when go to some second thief, then he telling, oh, Damodar, Damodar, meaning Dam, meaning the money, and Udar, meaning here. Oh, here is the Krishna's name is the Damodar. But Dam, meaning our India, Sanskrit language, the money. Udar, meaning the belt. They have money. And when third person, when go this thief, Gopal, Gopal, meaning who is the Krishna's name is the Gopal. But mostly cowherd, who is a person, they are become foolish, you know. Oh, he's very foolish, very nicely kind of stealing his money. He tells Gopal, Gopal. And they come to fourth person, telling Vasudev, Vasudev. Vasudev, sons, Vasudev. Vasudev, he meaning, he telling bring bamboo and try to beat to him, you know. Vasudeva meaning telling bamboo, bring bamboo and try to beat to him. And the third, the fifth thief, when go there, they are telling Hari, Hari meaning everything, steal this money. Hari meaning Hadapna, take this all money. This way they are trying to, you know, stealing money. And when they are telling Damodar, Narayana, Vasudeva, when they are trying to stealing money, that time, you know, one thunderbolt is to fall down. You know, that rainy season, and come thunderbolt fall down. When fall down, then five thieves, they are died. But last time, they are take the name of Gopal, Narayana, Vasudev, but everybody become liberated. Why? They are take the name of Narayana. So, Bhakti Gumbada Santa Goswami Maharaj is telling this past time, you know, if they are try to stealing him money, also they are calling name of Lord, also he gave to liberated also, Lord's gave benefit. So es heißt, dass der heilige Name Nutzen gibt auf vierfache Art und Weise, selbst wenn er nicht direkt reingechantet wird, aber auf vier falsche Art und Weisen, trotzdem gibt der heilige Name seinen Nutzen. So die erste von diesen vier Arten nennt man Sanket. Sanket bedeutet indizieren oder hinweisen auf etwas. Hinweisen, das bedeutet, dass wenn man den heiligen Namen chantet, aber eigentlich etwas anderes meint. Trotzdem wie Ajami, der hat den heiligen Namen, der hat eigentlich seinen Sohn gemeint.
Trotzdem gibt der heilige Name den Nutzen. Und so Srila Bhakti Kumudzantham hat in dem Zusammenhang eine sehr schöne Geschichte erzählt. Einmal gab es in einem Wald so Diebe, fünf Diebe, die haben, wenn sie geklaut haben, haben sie sich so abgesprochen, dass sie verschiedene Namen von Gott benutzen, um sich so Tipps zu geben. So, die waren dort in ihrem Wald und ein Mann kam vorbei und der Erste, der rief laut, Narayan, Narayan, Narayan. So, dieser Mann, der da kam, der dachte sich, das sind aber fromme Leute hier, die chanten alle den heiligen Namen. So, was er gemeint hat, Narayan bedeutet eigentlich die Zuflucht aller Lebewesen, ist ein Name von Krishna. Aber Narayan, was er, Nara bedeutet Mensch, einer heißt auch kommt. So, er hatte eigentlich gesagt, ja, da kommt einer. Jetzt gibt's was. So. Dann kam der nächste Dieb eine Weile später. Der rief, oh, Damodar, Damodar, Damodar. Dann dieser Mann, der freute sich, so fromme Leute hier. Aber was er gemeint hat, ist, Damodar ist der Name von Krishna. Dama heißt auch Reichtum, Geld. Und Uda heißt Bauch. So, was er gemeint hat, Damodar, oh, der hatte dicke Geldtasche am Bauch, dicken Geldgürtel. Damodar, Damodar. So, dann der Nächste, den er traf, der rief dann Gopal, Gopal. Gopal ist der Name von Krishna, aber Gopal normalerweise heißt Kuhhirtenjunge. So, normalerweise die Kuhhirten in Indien, die gelten nicht als die schlausten von allen Leuten. So, der rief Gopal, Gopal heißt es, der ist ziemlich dumm, der Mann, den können wir leicht ausrauben. Gopal, Gopal. Dann der Nächste, der rief Vasudev, Vasudev. Vasudev, Name von Krishna, aber Vasu ist auch Bambusstock. So, er rief Vasudev, schlagt ihn, nimmt einen Bambus und verhaut ihn. Und der Vierte rief Hari, Hari, Hari. Hari, Name von Krishna, Hari heißt der, der fortnimmt. So, okay, lass uns ihn ausrauben. So, auf die Art und Weise waren sie drauf und dran, den Mann auszurauben. Aber plötzlich, was passierte? Ein Blitz schlug ein und dieser Blitz tötete alle fünf von diesen Banditen. Aber weil sie im Augenblick ihres Todes alle den heiligen Namen ausgerufen hatten, kam ein Flugzeug von Vaikuntha und hat sie alle mitgenommen und ihnen Befreiung gegeben in der spirituellen Welt. So, das ist die Kraft, wenn vom heiligen Namen, selbst wenn man etwas anderes anzeigt, besitzt der heilige Name diese Kraft. Ja, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Bal Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bless Sanketam. Then second is the Parihasam. Parihasam meaning joking. Yeah. Oh, what I've been telling the Krishna Krishna. Yeah. You know, Krishna, what he did for me, nothing, you know. So this is Parihasam, with joking. If you chant this name, he also gave benefit. And if you anyhow chant the Lord name, so, also, Bhakti Jivan, Janardhana Goswami Maharaj, he also telling a nice story, you know. One upon a time, there are two brothers, they are living one house. One is the complete atheist and one is the believer to Lord. So, who is the believer Lord? One day he invited his Gurudev. Hello, Gurudev, one day came my house doing kirtan and he explained to my brother, he can also doing some bhajan, you know. He tells some harikatha, but he is very clever, who is not doing bhajan. Oh, he understand. Oh, today he invited his Gurudev. Meaning he try, Gurudev try explain to me, you are doing bhajan. I have never said this harikatha. So when Gurudev came, then he go to bathroom and inside he luck. But I never want to see it. Gurudev coming, doing kirtan, harikatha. But when this Gurudev he saw, he never came. Then Gurudev when he return and knock this door. Well, oh, can came out. Well, no, I don't want to came out. But once again came out, when came out, then Gurudev catched his hand, telling, only one time you tell Krishna. Only one time. Then telling, I don't want to tell Krishna. Then he tell, yeah, already told Krishna.
You know, you can do one thing, you don't sell this name. One day this name gave you mukti. But okay, Gurudev. But when he died, then Jamdut take to the endless planet, Jam Maharaj telling Chitragupta, opening his notebook, you know, Chitragupta, well, oh, he whole life doing sinful activities, never do any kind of pious activities. Then Jam Maharaj told, you nicely can look this, you know, this book, maybe he do something. Then he tell, oh, only one time, his Gurudev, he came house, and one time this Gurudev told Krishna, only one time he is listening from this lotus mouth of this Gurudev, one time only he tell Krishna, and Gurudev told, if you don't sell this name, one day this holy name gave you mukti. If you don't sell? Sell this name, you know, sell. Oh, Krishna, so I am doing this name, you are gave this thing, you are gave to this thing, filled by my desire. And like this, and yeah. Huh? Like this, you know, so I am chanting your name, you came to me, you know, give this, their wealth, money, this. So, once only time, only he chant this holy name, and listening from this Gurudev, you know, and Gurudev told this holy name gave you mukti. One time only he tell Krishna. Then Jamahara asked him, oh, you have did so many nonsense thing, so you can go to hellish planet. Well, one time chanting this holy name. So what you want? First, you want to take your bad activities, not take good activities. Well, oh, then he remembering, oh, Gurudev told, if you don't sell, then Krishna gave you back to Godhead, you know, gave Goloka Vrindavan. So telling, one, first you can give me what is the fruit of one Krishna name. One time I told Krishna, so he gave this fruit. This Brahma opening Ved, Purana, Upanishad. When you opening all scripture, everywhere they are telling Lord's name more than a powerful Lord. And Lord name and Lord, they are not different, it's the same. Everywhere he saw so many glories. Ek Krishna naam jato paap hare, you know this look? Papiri sadhya nahi tato paap gare. You know, if one Krishna is such a very powerful, you know, what telling your language? Purify more sins than you can ever commit. Yeah, so one Krishna name is the very powerful. Then Brahma, who so much thing, what can Krishna, Brahma, more than powerful. Brahma or Yamaharaj? Yajam Maharaj. Now he's so much very. What can he give fruit to him? He cannot decide it. Yeah. Then telling you can go to Brahma. Why? Brahma is the Vaishnav. You know, Brahma is the Swayambhu, Narada Swayambhu. Dwadas Mahajan, one is the Mahajan, is the Brahma. You can go to Brahma. He can decide it. Telling, oh, you want to go to Brahma, ask to this question. Then the third person telling, I cannot go walk. You can bring for me Palukin. And you are carry me to Brahmalok. Now, they are telling, what can I do? He telling, cannot walk. You take me through Palokin, there bring one Palokin, and this sinful activity, sit down. One side is the Chitragupta, one side is the Jam Maharaj. Carry to him, Brahmalok. And when Brahma is up, some far away to, who is that, you know, who is that peaceful activities, you know, person? Himself, Jam and Chitragupta carry, you know, in the shoulder. Then he take the all paneparaliya, you know, paneparaliya, he want doing arati to him, you know. Well, what would that person take garland, so many arati? And when reach there, then Brahma telling, who is that person, peaceful activities person, you bring to, you know, himself carry to him. Well, he not peaceful activities, he is the very sinful activities. Well, why you carry? Then tell all story, he asking, you gave fruit of one Krishna name. I everywhere saw Krishna, and Krishna name is not different. And this Krishna name is very powerful, more than Krishna. Then he can tell. Then Brahma also opening all scripture. He also got the same thing. He cannot decide it. Well, you can go to Shiva. You know, he have five head. He is the Vaishnavanam Jathasambhu. He telling, you can go walking. Well, no, you can carry me. Then Brahma also.
Kyare, you know? Then if Shankar and Parvati when is very far away, Brahma, Chitragupta, Jamaharaj carry to somebody, he thinks he is very, very pious activities person. They are also, you know, try to invite to him, take Paniparilya, Arati, and this is that so many. And when he reached there, telling who is this pious activities? Well, not pious, he is the sinful activities. Well, why you carry? Then they are telling all the story. He can't tell. Shankar also searching. He also got same thing, you know, same thing. Then he also did not decide that, well, what can I do? Well, you can go to Krishna. Krishna, he can tell to what is the glory of his name. Then you can go walking. Well, no, I cannot walk. You can carry me. Then Shankar also carry, you know. Shankar, Brahma, Chitragupta, Indra. When the four person take to Krishna, Vrindavan, then Krishna telling, who is this pious full activities? Well, Prabhu, not pious full activities, the sinful activities. Well, why you are carry? Well, one devotee, he tell Krishna name, and he listening one time Krishna name, and chanting one time Krishna name, and he's the telling, if you don't sell this name, one day this Krishna name take your Goloka Vrindavan. So he asking, what is the fruit? So whole scripture you are searching, everywhere telling Ahoba the Sapojata Garyan, Jata Juhagra Bartate Namatubyam. If he is the very chandal, if only one time chant this holy name, you know, he can go back to Godhead. So all scripture telling so much glory of this holy name. You cannot decide it. You can decide it. What is this fruit will bring to him? And bring to him, then he gave place to this leaf. Well, Prabhu, what is the fruit? Well, the fruit is that if some pure devotee telling Krishna Nam, if one time chanting this Krishna Nam, even Brahma, even Shankar, even Chitragupta, even Jam Maharaj carry to shoulder to him, take to Goloka Vrindavan. And this is the fruit of this is the one time if not chanting this holy name. So telling this holy name is the so very powerful. Anyhow, you are chanting, then take Goloka Vrindavan. This story told to Bhakti Jivan Janardhana Goswami Maharaj. Okay, so the next art, wie der Heilige Name segnen kann, ist... Hare Krishna, everybody listening and everywhere, you know, necessary you can do all Harikatha, you can do note. you can Harikatha, take note. When necessary in your own house, opening one preaching center. Maybe you went to this, you know, Holland. You saw only Vijay, one person, he gave this seminar. He's a new devotee. He is not so much old devotee, you know. He gave this seminar and collected so many people. Maybe you saw how many devotees there, maybe 200 devotees there, you know. And they are playing mridang, kirtan, dancing. They are not so much, maybe how many, 2 hours? Not 2 years, maybe they are collected a lot of devotees. Why they are preaching? So, in this seminar, you know, if you give this seminar telling Harikatha, you are also, everybody, Gurudev, very old devotee, you can also do same thing, you know. Then what happening? First, your bhakti becomes safe. When telling somebody Harikatha, first, your bhakti becomes safe. You don't tell Harikatha, you are not inspired, you know. Before this Vijay, also become, before so weak, you know, the spiritual life is so weak. But when preaching now, it's so strong. Very strong now, Harikatha. He gave a class every day and gave Harikatha to help devotees and organize and so many devotees. And Kali Yuga is the telling Sanghe Sakti, meaning when you are alone, cannot bring bhajan. But Sangha meaning association, you know, then coming more power. So necessary you are everybody try to your own house opening Namat, you know. Who is very close to you, calling to them and telling Harikatha. Slowly, people is the coming. And YouTube, you can look to YouTube, they all Harikatha, there are so many Harikathas, they are how preaching, new person, how bringing. You know, if everybody try, then world become Krishna consciousness. Maybe, you know, why now I just come from to which place? This is the Noida, you know, Noida. I came from Noida. I celebrate Janmashtami there. Where? Noida. This is the Delhi.
You know, there you are doing Ratha Yatra also, Bhagavad Katha also, 7 days Bhagavad Katha, 1 day is Ratha Yatra, you know, Ratha Yatra. Maybe 1,500 people they are when Ratha Yatra they are. And every 7 day Agal Bhagavad Katha, and for everybody, they are nice room, AC room, you know, they are every day for everybody, prasad. I mean, maybe every day coming, maybe 100, more than 1,000 people every day coming, they are listening Harikatha. More than 1,000 for everybody, prasad, you know, everybody prasad. And oh, how I am preaching, so people is coming so many places, people is coming. So even preaching, then so many devotees also coming, you help to devotees, and your fast, your bhajan make increase, your bhajan make strong. So necessary you are trying everybody preaching. Okay, Hare Krishna. So Maharaj sagt, dass wir, wenn er spricht, dass wir uns Notizen machen sollen, mitschreiben sollen, was er spricht. Und er sagt, dass wir, wenn wir nach Hause kommen, dass wir selber auch predigen sollen zu anderen. Dieses Predigen ist sehr, sehr, wird uns selbst sehr helfen und wird anderen helfen. Im Kali Yuga alleine hat man keine Kraft, aber wenn man mit anderen zusammen praktiziert und wenn man Harikatha spricht, dann wird man sehr stark im spirituellen Leben, dann bekommt man Kraft im spirituellen Leben. Also ist notwendig, dass wir diese Philosophie lernen und selber auch predigen. So, dieser, die zweite Art und Weise, wie der Heilige Name Segnung gibt, ist, nennt man Parihas. Das heißt, selbst wenn jemand nur im Scherz den Heiligen Namen ausruft, wenn er sagt, ha ha ha, diese Hare Krishnas oder was immer, dann, obwohl er nicht den Namen des Herrn ausspricht, sondern nur praktisch als Scherz, trotzdem hat der Heilige Name so eine Wirkung. So Srila Bhakti Jivan Janardhan Maharaj hat in dem Zusammenhang eine Geschichte erzählt. Einmal gab es zwei Brüder. Der eine war ein Devoti und der andere war ein sehr, sehr sündhafter Mensch. Und beide lebten zusammen im selben Haus. So der eine Devoti, der eine Bruder, hatte einmal seinen Gurudev eingeladen zu sich nach Hause. Und seine Hoffnung war, dass sein Gurudev zu seinem Bruder ein bisschen predigt, dass er auch vielleicht ein Devoti wird. Aber sein Bruder, der war nicht dumm, der hat verstanden, oh, jetzt holt er seinen Guru und er will, dass er zu mir predigt. So als der Guru gekommen ist nach Hause, dann hat er sich auf der Toilette eingeschlossen und ist nicht rausgekommen. So, dann der Gurudev ist gekommen, hat Kirtan gemacht, hat die Harikatha gesprochen und die ganze Zeit saß der Bruder auf der Toilette. So als der Guru dann gegangen ist, dann hat er angeklopft an der Toilette und hat gesagt, nein, nein, ich komme nicht raus, ich will nichts hören. Und der Guru hat sich gedacht, okay, irgendwann wird er schon rauskommen. Dann hat er draußen gewartet. Dann hat der Bruder gedacht, okay, jetzt ist er weg. Hat die Tür aufgemacht und dann hat der Guru seine Hand geschnappt und hat gesagt, wenigstens einmal sollst du Hare Krishna sagen. Einmal sollst du Krishnas Name aussprechen. Und er hat gesagt, nein, nein, ich will aber nicht Krishna sagen. Und der Guru hat gesagt, wunderbar, jetzt hast du einmal Krishna gesagt. Wenn du diesen Namen nicht verkaufst, dann wird er dich irgendwann befreien. So Namen verkaufen bedeutet, wenn du nicht diesen Nutzen, den du von diesem einmal Chanten bekommen hast und dass du von mir gehört hast, den Heiligen Namen, wenn du nicht dafür zu Gott um andere Sachen betest, ich will das und das und das und das haben dafür, dann wird dieser heilige Name dich irgendwann befreien. So dieser Bruder, der war sehr sündhaft. Als er irgendwann gestorben ist, kam er vor Yam Maharaj. Und Chitragupta hat sein Buch geschaut und gesagt, er ist der sündhafte Mensch, so viele Sünden begangen sein ganzes Leben. Hat er auch irgendwas Frommes gemacht? Mal nachschauen. Dann hat er gefunden, oder war was, einmal hat er diesen einen Guru getroffen und der Guru hat zu ihm den heiligen Namen gesprochen und er hat auch einmal Krishna gesagt. So, dann
hatte Yam Maharaj gefragt, so was möchtest du zuerst haben? Zuerst die Reaktion auf deine Sünden erleiden oder das Ergebnis von diesem einmal Chanten vom Heiligen Namen bekommen? So, dann hat der Mann sich daran erinnert, was der Guru gesagt hat. Na, irgendwann einmal wird dieser heilige Name dich befreien. Und dann sagt er, ich möchte gerne die Frucht von diesem einmal Chanten vom heiligen Namen haben. So, dann Yam Maharaj begann darüber zu überlegen, ja, was ist denn eigentlich die Frucht von einmal den heiligen Namen chanten? So, dann haben sie nicht gewusst und Chitragupta hat auch nicht gewusst, haben sie ihre Schriften durchforscht, aber konnten kein Ergebnis finden. Da haben sie gedacht, okay, wir können es nicht beantworten, diese Frage, was die Frucht davon ist. So, lass uns zu Brahma gehen. Brahma ist der ursprüngliche spirituelle Meister im Universum. Er ist der Mahajan, einer von den Mahajans und der ursprüngliche Guru. So, lass uns ihn fragen. So, dann gingen sie los, aber auf dem Weg hat dieser Mann gesagt, oh, das ist, ich kann nicht mehr laufen, ich bin zu kaputt. Dann haben wir Chitragupta und Yam Maharaj eine Sänfte genommen, haben ihn auf die Sänfte gesetzt und sind mit ihm zum Brahma marschiert. So, Brahma sah von fern, wie Yam Maharaj und Chitragupta mit einem ankamen, dem sie auf der Sänfte getragen haben. Da habe ich gedacht, oh, Yam Maharaj und Chitragupta tragen jemand auf eine Sänfte zu mir. Das muss aber eine große Persönlichkeit sein. Dann hat er Blumengirlande genommen und Arati-Teller und hat da praktisch Arati gemacht, als sie gekommen sind. Dann hat er gefragt, wer ist diese große Persönlichkeit, die er hier zu mir bringt? Yam hat gesagt, er ist ja keine große Persönlichkeit. Der ist sehr sündhaft, der kann nur nicht laufen, deswegen haben wir ihn getragen. Dann, aber wir haben hier ein Problem, und zwar wollten wir gerne von dir wissen, was ist die Frucht von einmal dem heiligen Namen aussprechen? Dann Brahma begann zu überlegen mit seinen vier Köpfen, hat seine Schriften geöffnet und hat nachgeschaut. Aber er konnte auch nicht herausfinden, was jetzt das die Frucht ist, weil heilige Name ist nicht verschieden von Krishna selbst. So, wenn man einmal den heiligen Namen ausspricht, was ist das Ergebnis davon? So, er wusste nicht, er sagt, weiß es auch nicht. Lass uns zu Shiva gehen. Shiva hat fünf Köpfe und er ist der Beste der Vaishnavas. Er kennt vielleicht die Antwort. So, dann sind sie alle zusammen zu Shiva marschiert. Der konnte natürlich immer noch nicht laufen. Dann hat Brahma auch mit die Sänfte getragen. So, Shiva und Parvati sahen, wie die Prozession ankam. So viele Halbgötter, Brahma und Yam Maharaj tragen hier eine Persönlichkeit zu ihnen, dachten sie sich, das muss aber ein ganz spezieller sein. Kam auch mit dem Arati-Teller und Blumengirlande und Arati und fragten, was ist das für eine fromme Persönlichkeit? Eigentlich ist er sehr sündhaft, aber wir haben ein Problem und wir wollten dich fragen, was ist das Ergebnis von seinem einmal Chanten und Hören vom heiligen Namen? Shiva begann zu überlegen, aber konnte auch die Antwort nicht herausfinden. Schließlich haben sie gesagt, wir müssen zu Lord Narayan gehen. Wir müssen Lord Narayan, den höchsten Herrn, selbst befragen. So, dann sind sie los mit der ganzen Prozession. Shiva, Brahma, Yam Maharaj, Indra, alle haben die Sänfte getragen mit ihrem ganzen Gefolge. Da sind sie zum Herrn gekommen und der höchste Herr, als er sie gesehen hat, hat er gelacht und hat er gefragt, ihr wollt wissen, was das Ergebnis von seinem Einmal-Chanten vom heiligen Namen ist? Da habt ihr es, da seht ihr. Diese Person wird sogar von Brahma und Shiva und allen Halbgöttern verehrt und wird direkt in das spirituelle Reich gebracht. Der höchste Herr hat ihn genommen, diese Person auf seinen Schoß gesetzt, hat gesagt, das ist das Ergebnis von einmal den heiligen Namen chanten und den heiligen Namen hören. Balhari Nam Sankirtan ki, Sachinandana Gaur Hari ki, Nitai Gaur Premanande Hari Hari bol. Balhari Krishna Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Bala Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Bala Gopal Radhe Govinda Radhe Bala Gopal Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna Bolo Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bola Hare Krishna Hare Krishna Bola Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaur, Hari bol, Hari bol, Hari bol,
Anitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Anitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Blessed Sanatana Goswami Ki Jai. Hare Krishna. Telling this Bihat Bhagavata Amritam. Parikhita Maharaj he told to Uttara. And another place is the Janmajay. Jaimin he told to Janmajay. And Janmajay is the son of Sri Parikhita Maharaj. So when Janmajay he listening Harikatha Brahm to Jaimini Rishi, you know, there are two discussion. He is so happy. Before also I heard this Mahabharata, another scripture. But this is the Brihat Bhagavatamrita, such a scripture. You know, when I heard, my heart became very happiness, you know. This Grantha is the very beautiful Grantha, this is the, you know, very beautiful Grantha. Now, doing question. Now, Uttara now, she have only one son, Parikhit Maharaj. But now, how he do question to the Parikhit? You tell the essence of Srimad Bhagavat. But you know they are devotee, you know. Devotee they are always their situation is the Luan situation. Even he know my son become die. But Harikatha such a thing, wonderful thing, you know, only he want listening to Harikatha, so she have so enthusiasm, so he asked to Parikhita Maharaj this time a question. Now he's starting this katha. Well, once upon a time this Prayag. But what is the Prayag? We are before you heard, among the whole river of Prayag is the topmost holy places is Prayag. Why? Ganga is the so glories. Jamuna is the more the glories. And Saraswati also so much glories. But the three rivers are gathering one place. You know? And there one place is the Dashwasamedha Ghat. You know? There before some king, 10 Ashwamedha Yajna. If somebody doing 100 Ashwamedha Yajna, he became Indra. And there before some king, he doing 10 Ashwamedha Yajna, he do there. This place is a very, very nice place. And there is the three Beni. And there is the, what thing? Three Beni? Madhav. You know, where? Beni Madhav. There is Beni Madhav there. There the Ganga, Jamuna, Saraswati, their deity is there, and also there Madhav. And where is the Mahaprabhu, he Rupa Goswami, he gave to Rupa Goswami, teaching of this Rupa Goswami, that place. Very, very auspicious place. Mahaprabhu gave Rupa Goswami this teaching, this Rupa Sikya. Once upon a time, this is Magh Mahina. After Kartik, this is the Magh. Our India is the Huij month, all Braj Gopi doing this is the Kathayani Brat. It's a very auspicious month. One upon a time, they are very great, great saints. They are on very early morning. They are went to Tribeni and take a shower and came this Beni Madhav temple and sit together and each other discussing Harikatha and they are telling, oh, you are very, very fortunate. They are telling, you are very fortunate. You are very fortunate. Why? This is the Magh, month of Magh, and you are take the shower of this Triveni, and you are take darshan of Beni Madhav. So you are very, very fortunate, very, very fortunate. You know, they are doing glories of how you are very, very auspicious. So jetzt hören wir über das Brihat Bhagavatam, die Geschichte, wie es tatsächlich losgeht, dieses Buch. Das Brihat Bhagavatam wurde zweimal gesprochen. Einmal von Maharaj Parikshit zu seiner Mutter Uttara und etwas später von Jaimini Rishi, der das da mitgehört hatte, zu dem Sohn von Maharaj Parikshit, König Janamejai. Dieser Janamejai, der Sohn von Parikshit Maharaj, als er das Brihat Bhagavatamrita hörte, war er überglücklich. Er sagte, ich habe vorher schon das Mahabharat gehört von Sri Vaishampayana Rishi, aber dieses Brihat Bhagavatamritam ist so wundervoll, ich erfahre so eine Freude, transzendentales Glück,
wenn diese, dieses Thema, dieses Gespräch zu hören. So, in Brihad Bhagavatam, da beginnt damit, dass sich große Weise in Prayag am Zusammenfluss vom Ganga, Yamuna und Saraswati getroffen haben. Wir haben gestern gehört, wie Prayag der beste oder der König der heiligen Orte ist. Die Ganga Devi ist so glorreich, Yamuna Devi ist noch glorreicher und auch Saraswati Devi ist ein höchst glorreicher heiliger Fluss. Und an diesem Ort in Prayag sind diese drei Flüsse, fließen die zusammen. Dort in Prayag gibt es einen Badeplatz, nennt man Dash Ashwamedha Ghat. An diesem Dash Ashwamedha Ghat hat ein König in früheren Zeiten 10 Pferdeopfer, Ashwamedha Yagyas, ausgeführt. Dieser Ashwamedha Yagya ist ein berühmtes Yagya. Jemand, der 100 Ashwamedha Yagyas ausführt, der kann den Posten von Indra, den König der himmlischen Planeten, bekommen. So ein König führte an diesem Ort 10 Ashwamedha Yagyas aus. Ja, und dort an diesem Ort auch gibt es einen Tempel von Madhav, von Krishna. Er trägt den Namen Veni Madhav. Das ist ein berühmter alter Tempel von Krishna. Und Chaitanya Mahaprabhu kam an diesen Ort und tanzte in Ekstase vor diesem Deti. Und an diesem Ort in Prayag unterwies Chaitanya Mahaprabhu Srila Rupa Goswami. So ist ein extrem glückverheißender Ort. So einmal im Monat Mag. Der Monat Mag ist der Monat, der auf den Kartik-Monat folgt. Das ist der Monat, in dem die Gopis in Vrindavan dem Katyayani-Bratta folgten. Das ist auch ein sehr glückverheißender Monat. So einmal in diesem Monat trafen sich große Weise und Heilige und nahmen Darshan von diesem, nahmen ein Bad am frühen Morgen, nahmen Darshan von Veni Madhav und sprachen zusammen Harikatha. Und sie begannen sich gegenseitig zu verherrlichen. Sie sagten, oh, du bist so vom Glück begünstigt, dass du hier an diesem besonderen heiligen Ort, an diesem heiligen Monat Mag, den Darshan von Veni Madhav nehmen kannst, bekommen kannst. Und die haben nicht sich selber verherrlicht, aber die haben die anderen verherrlicht für ihr gutes Glück. And they are Narada also, you know. Narada also sit down there. Then he saw one Brahman came from rich Brahman came there. And this where the Tribeni Sangam, where the Tribeni, they are nice, they are cleaning, you know, by cow dung and clay, cleaning the place nicely. And that on throne, they keep their halagram, keep there, and make some, what telling? Umbrella like this, umbrella, put this umbrella. And they are making very nice prasad, rice, dal, sabji, bhaji, parman, rasgulla. You know, they are making very nice preparation, and they are offered to Krishna. You know, offered this halagram, and in front of this is the deity. They are doing very nice kirtan and doing dancing, and this family, you know, this Brahmana family, this own hand. They are distribute prasad to all Vaishnavas and Brahmanas. Then after this, also this prasad distributed to some poor person, he will distribute. After, he also, there are some bird and there are some dog. Last, he also fed to everybody, you know. When everybody became satisfied, everybody, last there took prasad and came to the salagram, telling, oh, salagram, today what I did, this spiceful activities, this all fruit I am offered to you. And I offer to you. And tell to this thing, and they are try to move their place. But that time the Narada is the manifested Narada, they are manifested. Well, oh Brahman, I saw, you know, how yourself, own self, how you are cooking, how offering prasad, and own hand distributed and fed to everybody. And last you take this, what remnant, what left prasad you take, and last this all fruit you offer to Narayan. So this among the whole world, you are the topmost devotee of Lord, you know.
not like this you devote this world, you are topmost devotee. But this is the one quality of this bhakti. So when some tree coming more fruit than happening, he the bow down. So when bhakti coming somebody heart, this is the nature is the bhakti, he always thinking, oh, I have no any bhakti, you know. I have no any drop of this bhakti. This is the nature of this bhakti, you know. When bhakti coming, easily he the thinking trinada visuni chena tarra visuna. I am the very, very what insignificant devotee. So then he telling, oh, I have nothing in bhakti. If you want to start this bhakti, then you go to South India, you can go. Then you can start this bhakti. He are telling Sanatana Goswami, Narada, he know who is the topmost devotee of Lord Krishna. Who is the topmost devotee of Lord Krishna? Who? Who? Huh? Who? No, this is the Brajavasi. Among the Brajavasi, he is the Braj Gopi and Srimati Radharani. You know? She is the topmost devotee of Krishna, you know. So even Krishna also worships Srimad Radharani. He know this thing, but he wants saying to everybody who is the topmost, you know, devotee of like Krishna, you know. He wants saying to us, so he is the Narada, he is the Rasik devotee. You know, he is the Rasik devotee. So he telling, oh, you are a good devotee. Then tell, no, you can go to South India. Then you can serve who is the topmost devotee. This king is the devotee. So unter dieser Versammlung von Weisen dort am Dashashvamedha Ghat in Prayag befand sich auch Narada Muni. So Narada Muni, der beobachtete, wie zu diesem Ort ein Brahmana kam, ein wohlhabender Brahmana. Dieser Brahmana richtete dort ein Fest aus. Er baute einen Thron auf. Auf diesem Thron brachte er einen Shalagram Shila, hat diesen Shalagram Shila dort hingesetzt und hat dort ein Fest abgehalten. Er hatte eigenhändig Prasadam gekocht und sie haben dort Kirtan abgehalten und Harikata. Und zum Schluss, nach dem Fest, hat der Brahmana eigenhändig mit seiner Familie alle gespeist. Zuerst hat er die ganzen Vaishnavas und Waisen gespeist, danach hat er die gewöhnlichen Leute gespeist, auch die Armen, die Bettler und schließlich sogar die Tiere, die Vögel und Hunde hat er gespeist. Und ganz zum Schluss, nachdem alle zufriedengestellt waren, hat der Brahmana selbst mit seiner Familie Prasad genommen. Danach ist er zu dem Shalagram Shila gegangen und hat gebetet, was immer ich heute für eine fromme Handlung ausgeführt habe, ich bringe die Früchte all dieser Handlung, bringe ich dir da, mein Herr. So Narada Muni, als er das sah, da kam er zu dem Brahmana und sagte, oh, es gibt so viele Leute auf der Welt, so viele Devotees, aber ich glaube, von allen auf der ganzen Welt bist du der beste Devotee. Ich habe gesehen, wie du eigenhändig gekocht und den ganzen Platz hier gesäubert hast und mit deiner Familie allen Vaishnavas Prasadam verteilt hast. Und ganz zum Schluss hast du es selbst Prasadam genommen und alle Früchte dem höchsten Herrn dargebracht. Ich glaube, keiner ist so ein großer Devotee wie du. So als der Brahmana das hörte, da schämte er sich, weil er war ein Devotee und es ist die Natur von den Devotees, dass sie demütig sind. So wie ein Baum, je mehr Früchte er trägt, umso mehr wird er seine Zweige nach unten neigen. Genauso ein Devotee, je mehr Bhakti er bekommt, umso mehr wird er innere Demut besitzen. So der Brahmana sagte, nein, nein, ich bin eigentlich kein wirklicher Devotee. Wenn du einen echten Devotee treffen willst, dann musst du nach Südindien und dort gibt es einen König, der ist tatsächlich ein großer Gottgeweihter. So Narada Muni, er ist vertraut mit allen Wahrheiten. Er weiß schon, wer der größte Devotee ist. Wer ist der größte Devotee? Das sind die Gopis von Vrindavan und unter allen Gopis in Vrindavan ist der beste Devotee Srimati Radharani. So Narada Muni weiß das
Aber Narada Muni ist sehr rassig. Also er ist immer darin vertieft, die Herrlichkeit der Devotis des Herrn zu der Geweihten des Herrn zu verbreiten. Deswegen hat Narada Muni praktisch dieses Spiel, dieses Lila ersonnen, um der Welt zu zeigen, wer ist der beste Geweihte des Herrn. Yeah. Then, when he telling, this Brahman told, you want sadhu devotee? Then you go to South India. Yeah. When you go to South India, then you saw very huge this Narayana temple. You have a baby. And you know, even this king, he is the king, but he have no any proud. With this wife, with this children, you know, they are doing this own hand, they are doing service to Lord Narayana. And this country, you know, go to not only one temple, when you go everywhere, when you go, are you going to South India? Someday before I went to South India, take some darshan, maybe there are 26, maybe some temple there, then Narayana temple, they are some famous, and they are never, anyone didn't made, himself this manifested this deity. And you go to village, everywhere you saw, everywhere nice temple, everywhere. And there, you know, everywhere is the Arna Chhatra, you know, where you go, they are free, they are distributed the rice, dal, chawal, no need to money, everywhere they have, you know, free, they are distributed this prasad, Kalinga came here, took prasad, take prasad here, took prasad, everywhere distributed prasad there. And they are, you know, they are never planted any tree, you know, never planted tree. Easily, you know, this tree, easily coming tree, and they are given so much fruit, they are given. Why? This earth is so happy. Why? When earth becomes so happy, you know, then when everybody doing bhajan, then he becomes so happy, you know, so happy. If your son is very good, then what a mother, easily she gave everything, you know. Like this, this earth is so happy, why? Everybody chanting this holy name. Maybe you know this past time, when Prithu Maharaj, you know, before Prithu Maharaj, when came, then saw everywhere dry. Prithu never gave any fruit. Then Prithu Maharaj became angry, well, why do this thing? Then he telling, oh, before half came Ben Raj. He's a very nonsense person. He did not do bhajan till I am himself Lord, and no need to chanting this holy name, not bhujan. So I am becoming angry. I did not give anything. So that meaning, earth, then he gave everything when everybody chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Without planted so much fruit, no person eat, you know, so much fruit they are everywhere, festival everywhere, doing everybody doing kirtan, everybody put tilak, everybody chanting this holy name, you know. Oh, if you want to take this darshan of devotee, you can go this, you know, this South India, you can go, and then you saw, you know, how they are doing bhajan, you know, with this family, you know, how they are so happy, and they are always, sadhu is coming there, always. Why? They are no, everywhere the prasad is free. And everywhere temple, you can easily take prasad, and easily stay in temple, no problem. Staying temple and doing, take prasad and doing bhajan. So always sadhu is coming there. Always guest coming there, thousand people coming there. Free prasad, free harinam, everything is the. So you can go to there and take darshan of this king, how this is the big devotee. And when Narada, he listened this thing, then he take this bina, you know. Take this bina and starting this kirtan, how is the fly away, the sky, you know. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari
Jai Jai Radha Raman Hari Bol. 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 Then Narada came and telling Maharaj ki, hello Maharaj, you are the great among the all devotees, you are the great devotee among the all devotees. You know, I saw what I hearing from here from to Narada, this Brahman, I saw more than your opulence, you know, more than opulence. And everybody chanting everywhere holy name, and you are with whole family, you are doing this Lord Seva. Oh, you are the topmost devotee of Lord Narayana Krishna. So dieser Brahmana sagte also zu Narada, wenn du einen echten Devotee treffen möchtest, dann musst du nach Südindien gehen. Dort gibt es einen König, der ist wirklich ein großer Devotee. Dort gibt es einen großen, riesigen Narayana-Tempel. Selbst heute noch, Mahat sagt, wenn ihr mal nach Südindien kommt, hier gibt es so viele berühmte, große Tempel. Da viele von diesen Dedis, die hat nie jemand angefertigt, sondern die haben sich selbst manifestiert. Und es ist ein berühmter Tempel. So dieser König, der ist dort, der riesige Tempel von Narayana. Und der König sehr demütig mit seiner ganzen Familie. Er kommt selbst und führt den Dienst aus zu dem Deti. Sie engagieren nicht irgendjemand anders, sondern mit seiner eigenen Familie. Er selbst kommt und führt Kirtan aus, reinigt den Tempel, dient der Bildgestalt. Und in dieses Land ist so fromm, dass dort alle Leute, die chanten den heiligen Namen, die tragen Tilak, dort, weil die Erde dort sehr glücklich ist, bringt sie von alleine alles guten Dinge hervor. Dort muss niemand irgendwelche Fruchtbäume anpflanzen, denn alles wächst von alleine. So viele Bäume, volle Früchte, so viel, dass man sie gar nicht essen kann. Im Srimad Bhagavatam gibt es eine Geschichte, dass als Prithu Maharaj diese Welt regiert hat, war die Erde trocken und hat praktisch keine Produkte mehr hervorgebracht. So Prithu Maharaj wurde sehr zornig und stellte die Erde zur Rede und sagte, wieso produzierst du nichts? Und die Erde sagte, weil vorher war hier dieser sündhafte König, Maharaj Ven, wenn die Leute sündhaft sind, dann ziehe ich alle meine Reichtümer zurück. Also, aber dieser König, in seinem Königreich, das blühte und gedeihte und alle waren glücklich. Und überall gab es kostenlos verteilt. Und deswegen kamen so viele Sadhus und Heilige in sein Land, weil alle Sadhus konnten dort umsonst wohnen, wurden verpflegt und bekamen Prasadam. So sein Land war voll angefüllt mit Kirtan und Harikatha. Und Narada Muni, der flog los mit seiner Vina, chantete Radha Ramana Haribol, kam zu diesem Königreich in Südindien und er schaute und er sah und begann diesen König zu verherrlichen. Und er sagte, was ich gehört habe, das stimmt. Du, o König Maharaj Kijai, du bist bestimmt, du bist mit Sicherheit der Beste aller Gottgeweihten. Heute habe ich mit eigenen Augen gesehen, was ich gesehen habe, übertraf noch das, was dieser Brahmana mir erzählt hat. Wie du mit deiner Familie dem Herrn dienst, das ist einzigartig und wunderbar. Du bist der Beste aller Devotees. And then King, when telling you are topmost devotee of Lord, Bolo, he becomes so shy, you know. This is the one quality of a devotee. They are never want listening this own glorification. Yeah. Radha Shyam Sundar ki, you know, they cannot listening own glory, you know,
This is the one devotee, this is the one quality of a devotee, you know. Never want listening to his own glories. Always doing glories of somebody else. So when he listening to his glories, you know, this ear, put this ear, ear, put this finger, oh, no, 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 I am not devotee, I not, you know, I am not got mercy of this Lord. Then he telling what is the fault of this human being. Well, you know, you are manav. What is the fault of manav? They are completely controlled by karma. You know, they are controlled by karma. And always adhyatmik, adhidaivik, adhibhautik, you know. They are always, and there are seven kind of problem. Janma, mritu, jara, vyadhi, and adhyatmik, adhidaivik, and bhautik. And controlled by karma they are. And also always they are afraid, they are always. And their age is the very little age. And aishwarya, opulence, they are also not opulence, you know. So, but you can, if you want take the devotee, you can go to heaven planet. Heaven planet. Why? Well, heaven planet, they are saying devata, demigod. But what is the qualification of demigod? Huh? They are telling, they are the always human being worship to them. Human being always worship to them. And they have no any sinful activities. And they are completely sattva-guna. They have no any kind of sorrowness. Always their happiness. And he is always gave to benediction to this human being. Always this human being worship to demigod. Yeah. And also they are always drinking the nectar. And they have not mritu, they are not make die. They are not become old age. They have not any disease. They have not any time, they have not any hungry. And they are, yeah, when somebody offering this jagya, they are always accept the fruit of this jagya. And when somebody go to heaven planet, when you have so much peaceful activities, then you can go to there. And they are taking very long life. And who is the most long life? This is the Indra, you know. How many days they are staying Indra? Well, 71 Chaturjug. 71 Chaturjug, he living there. And this is the heaven planet, he is the Uchesrava Aswa, Airavata Hasti. And there is the, this Gabhi, always Kamdhenu there. You know, one Kamdhenu can fulfill your whole desire. And they are Nandan Kanan. And there is the Parijat flower. And there is the Kalpalata. And there is the one is the Nandan Kanan. There is the one flower of this Nandan Kanan. Tell you what is the glory of one flower of this Nandan Kanan. You know, this is the Nandan Kanan, this is the Parijata Puspa. They are telling you the only one flower, he can fulfill your whole desire. What you want? Only one flower. If you want sing very good dance, he can sing good dance. If you want sing drinking some anything, want eating charba, chusya, lejya, paya, four kind of prasad, if you want, then he gave everything. And he's the only one flower. If you want very nice cloth, he can give nice cloth. Well, one flower is the fulfilled whole desire. So this is the glory of the heaven planet. So als Narada Muni diesen König so verherrlichte, fühlte sich der König sehr schlecht. Merkmal von den Vaishnavas, dass sie es nicht aushalten können, wenn jemand sie verherrlicht, sondern dass sie dann sehr schämen. So er steckte sich die Finger in die Ohren und sagte, nein, nein, ich bin nicht wirklich ein Devoti. Wenn du einen wirklichen Devoti treffen willst, dann musst du auf die himmlischen Planeten gehen. Denn wir Menschen hier, wir sind in jeder Hinsicht so begrenzt und unglückselig. Er sagte, wir Menschen, sind ständig gestört. Wir haben so einen materiellen Körper aus lauter unreinen Elementen. Wir sind gestört durch 7 Probleme. Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Unser Leben ist nur sehr kurz. Wir sind ständig krank und außerdem werden wir ständig geplagt von 3 Arten von Leiden. Leiden, die vom eigenen Körper und Geist ausgehen. Leiden von
anderen Lebewesen leiden von den Naturgewalten. So, und wir haben keine wirklichen Reichtum, wir haben keine wirklichen Fähigkeiten. Deswegen, wie können wir schon dem Herrn dienen? Unsere Position ist sehr niedrig. Aber wenn du auf die himmlischen Planeten kommst, dort, die Bewohner dort, die sind wirklich glorreich. Auf die himmlischen Planeten kommt man nur, wenn man frei ist, wenn man so viel frommes Guthaben angesammelt hat. Alle Bewohner dort sind völlig frei von aller Sünde. Alle Bewohner dort sind in Sattva-Gun, in reiner Tugend verankert. Dort auf den himmlischen Planeten, der Beste, wird man nie alt, wird man nie krank und man stirbt nicht. Und das, die größte Persönlichkeit dort ist Indra. Indra lebt für 71 Yuga-Zyklen, das heißt 71 Mal alle vier Yugas. Indra hat so ein solch langes Leben. Und dort auf den himmlischen Planeten gibt es so viel Opulenz, so viel Reichtum. Dort gibt es das himmlische Pferd, Ujjayi-Shrava, gibt es den Airavata, diesen berühmten Elefanten mit den vier Köpfen. Dort gibt es die Nandakanana-Gärten, diese Gärten, die himmlischen Gärten in Indras. Dort gibt es die Kamadenu-Kuh, diese himmlischen Kühe, die alle Wünsche erfüllen. Und die Parijata-Blume, diese Parijata-Blume auf den himmlischen Planeten, die vertreibt allen Kummer. Keiner dort muss jemals irgendwie leiden oder hat mentale Probleme. Diese eine Parijata, eine einzige Blume von diesen himmlischen Planeten, kann alle Wünsche erfüllen. Wenn man irgendetwas essen möchte, leckere Speisen, wenn man irgendwelche schöne Kleidung möchte oder einen wunderschönen Tanz sehen möchte, diese eine Blume von diesen himmlischen Gärten kann einem all diese Wünsche erfüllen. So, das ist diese Bewohner, die haben dort diesen Reichtum auf den himmlischen Planeten, weil die Bewohner dort so viele fromme Verdienste haben. Und der Beste von allen Devotis dort ist Indra, der König der himmlischen Planeten. Aber Indra Maharaj ki. So, when Narada he heard this thing, Baba, Indra has so much opulence there. Well, yes, but this is the king of this whole, whole Swarga, heaven planet is the king. And even Lord, he is the his younger brother. He Lord, he is the younger brother. This is the Indra. And when he saw this thing, when he heard this thing, now Narada is so enthusiastic. Oh, Indra is so great. Then Narada will take this Veena and starting Narada Muni Bajai Veena. राधिकारमण नामे नारद मुनि बजाए वीणा राधिकारमण नाम हरि नाम मणि उदित है भक्त गीत सामे हरि नाम मणि उदित है भकत गीत सामे नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम बोला श्री नारद मुनि की जे नारद यू नो नाउ ही द नारद वेंट देयर. And when he went there, he entered this assembly where is the Bhagavan Vamanadeva sit down here. And where the Indra is there. And how Vamanadeva sit down? He is the carry of this Garuda. He sit down, carry of Garuda. And put very nice garland. This garland is Nandan Kanan garland, Parijat flower garland. And very nice ornament put this Vamanadeva. And they are Gandharva, Apsara, Kirnar, they are dancing, going very nice, music is going there.
You know, they are dancing, and everybody gave jai to Sri Vaman Dev ki. Everybody gave jai jaikar, Vaman Dev. And Vaman Dev also so happy. And his wife is the Kirti Devi. Kirti Devi, this is the. And Vaman Dev, everybody gave to bless. Indra, you don't afraid. I am always help you. I am always your younger brother. I am always help you. Any kind of problem, why always when demon some power, then fast they are attacked to Indra, in a Swarga. So they are always afraid Indra. So always telling you, don't worry, I am your younger brother. I am always give you shelter. You don't worry. I am always, you know. And Indra also very happy. And this Sodas Upachar take, and Indra also worship to this Bahman. They were doing always doing worship. Then Narada, when he saw this thing, dann Narada Muni wurde sehr inspiriert, das zu sehen, diesen Indra auf den himmlischen Planeten. Und der Brahmana sagte, ja, der König sagte, geh dorthin. Dort auf den himmlischen Planeten ist der höchste Herr selbst, kommt er jeden Tag, ist er Indras jüngerer Bruder geworden und er kommt jeden Tag, um seine Verehrung entgegenzunehmen. Und dort ist er auf den himmlischen Planeten, ist der höchste Herr, manifestiert er sich in einer beweglichen Form, kommt er selbst hin. So, Narada Muni spielte auf seiner Vina, kam zu den himmlischen Planeten und dort sah er, wie in die Versammlung von Indra, wie Vamandev auf Garuda herbeikam und wie alle Halbgötter Indra mit großem Prunk und großem Pomp höchsten Herr Vamandev verehrte, die Apsaras und Gandharvas und Kinnaras, die tanzten und musizierten zur Freude des Herrn. Und Sri Vamandev gab seine Segnung und er sagte, Indra, du bist mein jüngerer Bruder, hab keine Furcht vor den Dämonen, ich werde dich immer und in jeder Hinsicht beschützen. So, then Narada, he tell to Indra, you are very, very fortunate, you know. You are very, very fortunate. Why? This is Chandra, Surya and Jam, he controlled by Indra, you know, he is controlled by Indra. Always he gave fruit, what is the bad and good fruit, he always decided, you know. What is the good fruit, what is the bad fruit, always he decided. And he also, he have, this eyes is the Sahasra eyes, you know. I'm telling this, 1,000 eyes, always this eyes coming tear, you know. And he chanting his Lord's name, you know, Indra chanting Lord's name. Oh Indra, you are very, very fortunate, and even Lord is your younger brother, you know. You are so fortunate, you know, so fortunate you are. When telling this is this thing, but Indra is the devotee also, you know. Indra sometimes is the devotee, telling, oh, you are telling I am fortunate. You don't know what is our situation, you know. My situation, very bad situation, my situation is a bad situation, you know. You know, when Bali, you know, becoming more strong, then he kicked to me this swarga, then I go to this Marte planet, you know, I went to this Marte planet, I am so much suffering, and he also kicked to Chandra, Surya, everybody kicked this heavenly planet, you know, heavenly planet, then my mother Adith, then he go to shelter of this the Vaman Dev, and then this Vaman Dev, you know, by trick, you know, he doing some telling some lie, he telling, I want three steps of land. He telling some lie for me, you know. Or anyhow, this Bali Maharaj, he bring to this heavenly planet, then he gave to the heavenly planet. You are always afraid, always. When somebody try to austerity, fast my, you know, throne starting the shaking. Always I am afraid. If somebody, if they are great jagya, then if maybe he asking some benediction to Lord, I gave this Indra, planet of Indra, you know. So always I am afraid. You are telling I am fortunate. Maharaj, I am never fortunate. I am very, very unfortunate. You don't know what is my situation. So Narada Muni begann Indra zu verherrlichen. Sagte, oh Indra, du bist so glorreich.
und so vom Glück begünstigt. Du bist eine so große Persönlichkeit. Selbst Chandra, Surya und Yama, das heißt Sonne, Mond und der Herr des Todes, stehen unter deiner Aufsicht. Du bist der Herr über diese gesamten himmlischen Planeten. Du gibst die Früchte von frommen und sündhaften Tun den Lebewesen. Du bist und der höchste Herr Vamandev selbst ist dein jüngerer Bruder geworden, so wie glorreich bist du. Dann Indra, er ist auch ein Devoti, und er sagt, du aus deine tausend Augen verströmen immer Tränen, weil du aus Liebe zum Herrn weinst du fortgesetzt aus deinen tausend von Augen. Indra sagte, nein, Narada, was du sagst, ist nicht wahr. Ich bin kein großer Devoti. Siehst du nicht, was unsere Position hier ist auf diesen himmlischen Planeten? Was ist schon unser Reichtum? Manchmal wären die Dämonen so mächtig, wie zum Beispiel einmal Bali Maharaj ist gekommen und hat uns einfach alle rausgeschmissen aus den himmlischen Planeten. Dann musste ich auf diesen Planet des Todes, auf die Erde herabkommen und habe so gelitten. Und dann, du sagst, Vamandev ist mein jüngerer Bruder und beschützt uns immer. Aber eigentlich, Vamandev, als er erschienen ist, er hat nicht offen gekämpft und die himmlischen Planeten zurückerobert für uns, wie es sich für einen Krieger gehört, sondern Vamandev hat praktisch mit einer List, hat der Bali Maharaj betrogen und mit diesen drei Schritten Land hat er ihm praktisch mit einer List die himmlischen Planeten zurückgeholt. So eigentlich hat er mich damit nicht verherrlicht, sondern hat er eigentlich Bali Maharaj verherrlicht damit Vamandev. Ja, so, ich bin nicht wirklich dem Herrn sehr lieb, sondern. Und was noch? What did you say last? Huh? Last thing? What did you say last? What I said last? Yeah. So, when somebody doing austerity, starting to, my throne becomes that sacking. Ja, und obwohl ich auf den himmlischen Planeten lebe, bin ich ständig voller Angst. Denn sobald irgendjemand auf der Erde große Entsagungen auf sich nimmt, fängt mein Thron auf den himmlischen Planeten an zu wackeln. Und vielleicht diese Person, die jetzt Entsagungen auf sich nimmt, vielleicht hätte er den Wunsch, meine Posten einzunehmen, mich von meinen Thron zu verdrängen. So deswegen sind wir ständig voller Angst. Yeah, so telling you know, you don't know. My situation is always very bad situation, you know. So when Brajavasi, you know, they are Brajavasi, when Brajavasi, they are every year starting worship to me, you know, and when Krishna came, stopped my jagya, well, no need to worship to Indra, you know, this Giriraj Govardhan is our worshiper, that is the Giriraj Govardhan. Why to make all paneparelia, this all paneparelia worship to this Giriraj Govardhan? And when I heard this thing, you know, I become so angry. 7 days I try, whole bridge became destroyed. Then Krishna, he carried this Giriraj Govardhan. After when I understand who is the Krishna, he is the Supreme Personal Godhead, you know, I am go to there, you know, and try to forgive to me, you know. I am given so much problem. 7 days, you know, heavy rain, heavy thunderbolt, many way I try to give problem. So my Prabhu carried this Giriraj Govardhan. Last item, you know, I am doing so many nonsense thing I did this, you know, the Brajavasi. Ich bin dem höchsten Herrn lieb. Weißt du nicht, was unsere Position hier ist? Ich mache so oft dem Herrn Schwierigkeiten. Zum Beispiel als die Einwohner von Vrindavan, die verehrten mich jedes Jahr, aber als Krishna erschien in dieser Welt, dann hat er mein Yagya gestoppt und hat gesagt, verehrt nicht diesen Indra, sondern verehrt stattdessen lieber Giriraj Govardhan. So, dann wurde ich so zornig und ich habe gewaltige Regengüsse und Unwetter nach Vrindavan geschickt und ich habe dann Krishna, um meinen Stolz zu brechen,
dann hat er einfach den Govardhan-Hügel mit dem kleinen Finger emporgehalten. Das ist der einzige Art und Weise, wie er mich, wie sagt man, er hat mich überhaupt nicht beachtet, sondern einfach mit dem kleinen Finger diesen Berg hochgehalten, ne, und mich praktisch vollkommen lächerlich gemacht. Und ich auf der anderen Seite habe den Einwohnern von Vrindavan so viel Krishnas eigenen geweihten Gefährten so viel Leid zugefügt, indem ich in, nach Vrindavan so viele Unwetter geschickt habe. So sieh nur meine Position, was für ein Diener des Herrn bin ich schon. Giriraj Maharaj ki. And then Indra telling, oh, you are telling Swarga is so glorious. Why? Swarga is so glorious. One region is that there is the Kalpa Vriksha, you know. There is the Kalpa Vriksha is there. There Parijat flower is there. So Swarga is the very, very the topmost place. But what happened? One upon a time, Krishna seed with these queens, you know. And then Narada, he came from to Swarga and bring one Parijata flower and gave to Krishna. Well, oh Krishna, who is the your very, very beloved to you, so much beloved to your, your beloved queen, you can give this flower to him. Then Krishna became so much afraid. Well, why? When Krishna with the Satyabhama, then Krishna tell you, oh Satyabhama, I am doing so much love to you, you know. Not, how I loved you, never liked anybody one. When staying in the Rukmini, telling, oh, I am topmost love to you. When the Kalindi, you know, when with any queens, always Krishna telling, how I do love you, I cannot love to anybody queen. But Narada, he tell, who is your topmost beloved queen, you can give this flower. Narada, he bring, you know, try to doing some quarrel with us. Then Narada telling, oh Prabhu, I have no time, I want to go to be, you know, I am going quickly, can give this flower. Then near said the Rukmini, he the first queen, then he gave this flower to Rukmini. Then Satyabhama became so angry. Why? Satyabhama sees the Ansa of Radharani. And Chandravali Ansa is the Rukmini. And Radharani Ansa is the Satyabhama. So now so much angry, and he left this assembly and went to this house and doing man. Krishna telling, you know, Narada, what he did, he did quarrel. Then Krishna came to Satyabhama, and when he kept this hand, then Satyabhama, you know, throw this hand. Well, you outside is the black and inside you are more black, you know. You are telling, doing topmost love to me. Now everybody understand, who is your topmost lover, you know? You cut my nose and ear in front of everybody. Then Krishna telling, oh Satyabhama, why you are so much bury? Only I am one flower gave to Rukmini. For you, I am bring the one plant, you know, one tree bring from to so heavenly planet and planted your front of your house. But you don't tell this lie. Who is cannot give one flower, bring to tree for me? Yeah, you are so liar, you are. Well, came with him, yes, I am coming. Then Krishna take the Satyabhama with Swarga planet and asking Indra, can you give one a tree, you know, Parijata tree to me? Well, no, this Parijata tree only for heavenly planet, not for earth planet. So heavenly planet is so glorious. He did not want to give one tree. But then Krishna, he's showing this own power and he doing fight with all demigods and defeated all demigods, bring one tree from the heavenly planet, planted the front of this is the Satyabhama house. Satyabhama becomes so happy now. Again he invited all queens, will come my house. You thinking maybe Krishna doing topmost love to Rukmini? No, only he gave one flower to him. For me, he bring one tree, you know. So he bring, so here Indra telling, why this heavenly planet is the so glorious? Why there is the Parijat tree? But Krishna, you know, the tree take this heavenly planet, planted the earth planet, the planted. Meaning this is heavenly planet glory is the finishing. And Krishna when asking only one tree, but you are never give one tree. I am to fight with Krishna. So how huge kind of my devotee is the Krishna, who is the fight with the Lord, you know, for one tree. So I am not devotee, you know. And Indra sagte weiter, du hast erklärt, dass die himmlischen Planeten so glorreich sind, weil hier der Parijata-Baum wächst. Aber du kannst, erinnerst du dich nicht? Einmal hat Narada Muni eine Parijata-Blume
herabgebracht auf die Erde und zu dir gebracht. Und du saßt in der Versammlung mit all deinen Königen. Und Narada Muni kam zu Krishna und sagte, bitte gib diese Parijata-Blume der Liebsten von all deinen Königen. Dann Krishna dachte sich, oh mein Gott, jetzt habe ich ein großes Problem. Denn ich erzähle allen meinen Königen immer, dass sie meine Meistgeliebte sind, jeder Einzelne. Das sage ich zu Rukmini, sage ich auch zu Satyabhama, zu Kalindi und jeder Einzelnen. So, was soll ich jetzt tun? Schließlich gab er diese Blume zu seiner ersten Königin, Rukmini. Und was passierte? Satyabhama wurde zornig und rannte in ihren Palast und legte sich auf den Boden und sprach kein Wort mehr und weinte. So, Satyabhama ist eine Erweiterung von Srimati Radharani. Rukmini ist Erweiterung von Chandravali. So, Satyabhama wurde furchtbar zornig. So, Krishna kam zu ihr, um sie zu trösten. Er legte seine Hand auf ihre Schulter, aber sie nahm seine Hand und schob sie beiseite. Dann sagte Krishna, oh Satyabhama, warum bist du so gestört? Ich habe das nur äußerlich getan. Rukmini hat nur eine Blume bekommen, aber für dich besorge ich einen ganzen Baum von Parijata-Blumen. Satyabhama sagte, oh, du jetzt hat die ganze Welt gesehen, wer wirklich deine Liebste ist. Du sagst mir immer, ich bin deine Meistgeliebte, aber heute hast du mir vor allen meine Nase und meine Ohren abgeschnitten und hast gezeigt, was du wirklich über mich denkst. Und Krishna sagte, nein, nein, ich bring dir einen ganzen Baum von den himmlischen Planeten und ich pflanze das direkt vor deinen Palast. Sie sagt, du bist ein Lügner. Du hast nicht mal eine Blume gehabt und jetzt sagst du, du bringst mir einen ganzen Baum. Krishna sagte, ja. Willst du mitkommen? Ich zeige es dir persönlich. Sag, okay. Dann sind sie beide auf Garuda losgeflogen, zu den himmlischen Planeten. Krishna fragte Indra, gibst du mir einen Parijata-Baum? Indra sagte, nein, nicht möglich. Dieser Parijata-Baum ist nur für die himmlischen Planeten. Die Erde ist so ein, sagen wir, Low-Class, niedriger Ort, der ist nicht fit dafür, dass die Parijata-Baum dort wächst. So, ich gebe dir keinen Parijata-Baum. So, was macht Krishna, hat dann mit Gewalt einen Parijata-Baum genommen. Indra wurde gestört. Mit allen Halbgöttern hat er Krishna angegriffen. Und Krishna alleine mit Satyabhama hat er all diese Halbgötter besiegt und hat den Baum genommen, den Parijata-Baum, auf die Erde gebracht und vor Satyabhamas Palast eingepflanzt. Satyabhama hat alle Königinnen zu sich nach Hause eingeladen und hat denen gezeigt, schaut, was Krishna mir für einen schönen Baum in meinen Garten gepflanzt hat. Und so Indra sagt, in diesem Spiel kann man sehen, erstmal, was ist diese Herrlichkeit der himmlischen Planeten? Krishna, indem er dieses Spiel vollführt hat, hat er gezeigt, dass eigentlich die himmlischen Planeten keine besondere Herrlichkeit haben, sondern dass sie praktisch nicht anders sind als die Erde auch. Und außerdem sieht man meine Mentalität in diesem Spiel, denn anstatt Krishna, dem höchsten Herrn, diesen Baum zu geben, habe ich versucht, mit ihm zu kämpfen und mich blamiert vor der ganzen Welt. So, ich bin kein wirklicher Devotee. Ich bin dem Herrn nicht lieb. Gaur Brahmande, Hari Hari Bol, Hare Krishna. Okay, evening time listening, after what happening. Okay. Bala Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Gaurahari. Jai Sachinandana, Jai Gaurahari. Jai Sachinandana, Jai Gaurahari. Hari Bol, Hari Bol. Hari 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 Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari 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 Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Jai Sri Sri Guru Gaurangandhar Bhigao Giridhari Jiv Sri Radha Vinod Bihari Gujai. Nitalila Prabhishla Bhakti Sri Siddhanti Goswami Maharaj ki jai. Nitalila Prabhishla Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki jai. Nitalila Prabhishla Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki jai. Nitalila Prabhishla Bhakti Vedanta Bhavan Goswami Maharaj ki jai. Nitalila Prabhishla Bhakti Vedanta Swami Maharaj ki jai. Jai Nitalila Prabhishla Bhakti Vedanta Bhakti Gaur Govind Maharaj ki jai. Saparshad Gaur Hari ki jai. Hari Naam Sankirtan ki jai. Saparshad Gaur Hari ki jai. Ananda Kati Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol.